Willkommen zu einem weiteren Video von Games of Truth. Heute reden wir über das Ego, wo wir ja schon so oft darüber geredet haben, und tatsächlich auch darüber, weshalb wir hier so konsequent der Liebe aus dem Weg gehen. Ja, der Liebe und auch der Liebe des Schöpfers zu uns und der Selbstliebe. Was ist hier los? Es ist eine Frage einer Zuschauerin und ich finde es eine wunderbare Frage, eine sehr, sehr gute Frage. Denn was ist überhaupt das Ego? Wer hat es erschaffen? Wenn der Schöpfer doch nur Liebe ist, weshalb schafft er denn auch das Ego? Und weshalb ist es denn so, dass wir auf diesem Planeten der Liebe des Schöpfers so konsequent aus dem Weg gehen? Das ist die Frage und die werde ich in diesem Video beantworten. Versuchen zu beantworten. Mit meinen Mitteln und meiner Recherche und meinem Wissen. Wenn wir davon ausgehen, dass der Schöpfer das ewige Licht, das unendliche Licht, die unendliche Liebe, der Schöpfer ist unendliche Liebe. Er möchte nur eins teilen und er möchte Liebe verbreiten. Er ist unendliche Liebe, immerwährende Liebe. Das Universum, der Schöpfer, hat keinen Anfang und kein Ende. Ja, okay, ganz klassisch genommen gäbe es einen Anfang, aber es ist unendlich. Mit diesem Anfang ist die Liebe unendlich geworden, ist der Schöpfer unendlich geworden. Auf diesem Planeten fängt es an für uns Menschen, in unserem menschlichen Körper, in unserem Avatar, die Seelen. Es fängt an mit Adam und Eva. Die Seelen, die hier auf diesem Planeten kommen, haben ihre Aufgaben zu bewältigen. Wir alle, jeder Einzelne von uns, hat seine Aufgabe zu bewältigen. Deswegen sind wir hier. Wir sind hier, um unsere Aufgabe zu bewältigen. Letztendlich sind wir hier, wären wir hier, wenn wir uns denn an dieses Prinzip des Teilens, des Liebens halten würden, wären wir hier, um unendlich viel Freude, viel Spaß und viel Glück zu erfahren. Aber warum ist das denn nicht so? Nun, fast alle von uns kennen die Geschichte von Adam und Eva. Adam, Eva, die im Paradies sind, das hier ist immer noch das Paradies, aber sie haben den freien Willen, mit dem der Schöpfer uns ausgestattet hat, sie haben den freien Willen benutzt und sie haben ihn benutzt für sich selbst. Für sich selbst, nicht um des Teilens Willens. Für sich selbst. Das bekommen, was ich will. Das bekommen, was mein Ego will. Das Ego hat sich zwischen der Seele und zwischen dem Schöpfer hineingeschlichen. Warum hat der Schöpfer uns überhaupt mit einem eigenen freien Willen ausgestattet? Weil wir auf diesem Planeten zu lernen haben. Selbstverständlich wusste er und weiß er, was passiert. Aber es ist unser eigener freier Wille. Es ist das, was wir wollen, offensichtlich. Der freie Wille ist super einfach. Wenn es mir gut geht, wenn ich alles habe, was ich will, wenn ich in Luxus lebe, dann ist der freie Wille sehr leicht. Und dann kann ich auch sehr leicht mal ein kleines bisschen teilen. Aber wenn ich in einer schwierigen Situation bin, wenn es wirklich darum geht, zu überleben, wenn es um ganz, ganz schwierige, grundlegende Fragen geht, dann ist der freie Wille etwas, ja, etwas Schwieriges, wo ich Entscheidungen treffen muss. Vielleicht auch Entscheidungen, die unglaublich wehtun, die mich auch unglaublich einschränken könnten, die mein Ego unglaublich einschränken könnten. Der Schöpfer hat uns hier auf diesem Planeten alles gegeben, alles in Hülle und Fülle. Eine wunderbare Natur, wunderbare Tiere, Essen und Trinken in der Natur, in Hülle und Fülle. Wir brauchen eigentlich nichts zu tun. Auch hat er uns allen eine wahnsinnig gute Gesundheit gegeben. Ja, jetzt werden einige sagen, meine Gesundheit ist aber nicht so gut. Kommt auch durch die Umstände, kommt auch durch unsere Traumata, die wir aus der Vergangenheit mit auf diesem Planeten mitnehmen. Aber letztendlich hat er uns in unserem Körper eine gute Gesundheit gegeben. Von Prinzip her
bin ich gesund? Ja, manche mehr, manche weniger. Gut, da will ich jetzt nicht so im Detail drauf eingehen, aber letztendlich bin ich gesund. Der Schöpfer ist da, er beschützt mich. Ich bin gesund. Das Ego, warum ist das Ego da? Nun, wie gesagt, das Ego ist da, um meinen freien Willen zu triggern. Bin ich bereit zu teilen? Bin ich bereit, alles, was ich habe, mit anderen zu teilen? Oder möchte ich alles haben für mich alleine? Das ist wirklich eine grundsätzliche Frage. Wir auf diesem Planeten wollen Erfolg. Wir wollen erfolgreich sein. Wir wollen viel erreichen. Aber wir sind blind. Das, was wir erreichen nennen, das, was wir Erfolg nennen, das, was wir unser eigenes nennen, unser Haus, unser Auto, unser Stückchen Grund, unsere Kleidung, unser Laptop, unser was auch immer. Es ist natürlich nicht von uns. Es ist nur Materie. Entscheide ich mich für den Geist oder entscheide ich mich für die Materie? Und gerade jetzt sind wir immer noch in dieser Zeit, in der unglaublich viele Menschen sich für die Materie entscheiden, nicht für den Geist. Wir sind blind, wir sind arm. Die Menschen, die auf diesem Planeten am meisten haben, sind wahrscheinlich am ärmsten. Es sind ganz arme Socken, weil sie haben ihr Leben lang dafür gearbeitet, sich beschäftigt mit materiellen Dingen. Gut, jetzt komme ich wieder auf diesen Punkt, ne? Es ist nicht der Sinn, dass wir den ganzen Tag uns hinsetzen und beten und meditieren. Nein, wir haben an uns, an unser Ego und auch an unseren freien Willen zu arbeiten. Wir haben an unserer Seele zu arbeiten. Es ist unsere wichtigste Aufgabe, zu lernen, einzig und alleine Spaß zu haben. Und wann habe ich am meisten Spaß? Wann habe ich am meisten Freude? Am meisten Freude habe ich, das weiß jeder von uns, wenn ich teile, wenn ich mit anderen tollen Menschen zusammen bin, wenn ich ein wunderschönes Essen mache, mit anderen, mit Freunden und ich kaufe toll ein und ich mache was Schönes, ich bereite etwas vor. Ich bin auch bereit, meine schönen Gedanken und meine Gespräche, all das mit anderen zu teilen, dann geht es mir am besten. Wenn ich mich aber alleine zu Hause hinsetze und ja, mich zumülle mit meinen Sachen und nicht bereit bin zu teilen, nicht bereit bin, Liebe zu verbreiten, dann geht es mir nicht gut. Warum gehen wir das hier, warum gehen wir der Liebe des Schöpfers so konsequent aus dem Weg? Weil wir blind sind, weil wir es nicht verstanden haben, weil wir unseren freien Willen für die falschen Dinge einsetzen. Ja, es ist nicht einfach, es ist eine lange Erziehung. Wir werden dahin erzogen, dass wir wirklich erfolgreich sein möchten und Erfolg wird gleichgesetzt mit so viel wie möglich Macht bekommen, so viel wie möglich Dinge ansammeln, so viel wie möglich Materielles ansammeln. Letztendlich ist es alles nur eine Illusion. Es ist eine Illusion. Auch Geld ist eine Illusion. Es gab mal den Dollar gekoppelt an den Goldstandard. Habe ich schon viele, viele Videos zu gemacht, ne? Und dann hat Nixon das abgeschafft vor einigen Jahren. Und seitdem gibt es, in den 70er Jahren war das, glaube ich, seitdem der Dollar nicht mehr an den Goldstandard gekoppelt ist, und der Dollar gehört immer noch zu einer der wichtigsten Währungen auf diesem Planeten, auf dieser Erde, seitdem ist eigentlich das Geld nur noch ein loses Stückchen Papier. Ich habe es schon oft erzählt, ich kann da 1000 Dollar hier auf ein Stückchen Papier schreiben oder 1000 Euro. Keiner wird mir dafür sagen, ich hätte jetzt gern ein Auto oder irgendwas für 1000 Euro. Keiner wird mir das geben, wird sagen, hier, was soll das? Sie haben ein Stückchen Papier unterschrieben. Aber letztendlich sind wir in dieser Situation hineingeraten. Es ist nicht einmal mehr an Gold. Es ist ja immerhin etwas, was ich in den Händen halten kann. Wir bewegen uns immer mehr in Richtung Illusion, wenn wir nicht aufpassen. Es ist das Ego, was uns in diese Richtung bewegt. Wir gehen tatsächlich, so scheint es, einige der Liebe des Schöpfers konsequent aus dem Weg, weil wir blind sind, weil wir es nicht verstanden haben, weil wir nicht wissen, was wir letztendlich auf diesem Planeten tun. Wenn ich jemanden frage, weshalb sind Sie hier, was ist Ihre Aufgabe oder was möchten Sie erreichen? Die meisten Menschen können diese Frage nicht einmal beantworten, weil sie es nicht wissen, weil sie blind sind, weil sie auch
ja, aus Bequemlichkeit vielleicht auch nicht bereit sind, hinzuschauen. Wir sind gerade, wo ich schon oft sage, auf diesem wirklichen Scheideweg. Der Schöpfer ist immer da, er lässt uns niemals im Stich. Aber gerade jetzt gibt es viele Menschen, die anfangen nachzudenken, die sagen, nee, für dieses bisschen Materielles bin ich nicht auf diesem Planeten. Ich möchte mal in die Tiefe graben, ich möchte mal genauer hinschauen. Und gleichzeitig, wie gesagt, ist die Dunkelheit dann, die immer mehr aktiv wird. Das hier ist tatsächlich alles, was passiert, ist genau so, wie der Schöpfer es für uns vorgesehen hat. Und letztendlich weiß er auch, dass wir das machen, was wir tun. Aber er weiß auch, dass wir letztendlich das Richtige tun werden. Es ist ganz einfach ein langer Lernprozess. Letztendlich ist das, was rauskommt, ist immer das Gleiche, das weiß er. Aber der Weg dahin ist verschieden. Das ist wie eine Matheaufgabe. Ich weiß, dass 2 und 2 4 ist. Aber wie ich dahin komme zu dieser Lösung der 4, das ist für jeden Menschen anders. Und das ist auch der Weg, den wir gehen. Und das ist auch der freie Wille. Wir gehen der Liebe des Schöpfers konsequent aus dem Weg, weil wir nicht wissen, was diese Liebe ist, unendliche Liebe. Wir können es uns nicht vorstellen. Und tatsächlich auch, weil wir blind sind, weil wir der falschen Liebe hinterherrennen, den falschen Propheten hinterherrennen, den falschen Propheten glauben. Ich hoffe, dass ich die Frage damit einigermaßen erklärt habe. Ich freue mich über viele, viele andere Antworten, viele Antworten auch und auch viele neue Fragen.